fährst mit deinem Rettungswagen zu einem ZOP, also zu so einem zentralen Stützpunkt von Bussen. Und da wird dann gemeldet, Zustand nach Sturz und irgendwas mit dem Kopf und Gesichtsverletzung. Naja gut, wir dann schon gedacht, Mensch, da unter ist ja die U-Bahn, ist vielleicht der Patient da die Treppe runtergesegelt oder was, ne? Müssen wir mal schauen. Naja, wir auf jeden Fall rein in RDW mit Blaulicht dahin, ist ja ein Notfall. Kommt denn da an und ist gar nicht in der Nähe von der Treppe, sondern mitten auf dem Zopf liegt da einer auf dem Bürgersteig. Nase schief, Nase geblutet, wie verrückt. Ordentliches Pfeilchen am Auge und jammert darum. Aua, aua, aua. Daneben steht einer mit Hemd und Schlips von dem Busunternehmen und hilft ihm da. Ne? Und ein Bus steht da mit Tür auf und Warnblinker an und so weiter. Wir denn hin und ey, Mensch, hallo, guten Tag, Rettungsdienst, was denn hier passiert? Und dann sagt der Typ, der da sitzt, er ist schuld und zeigt immer auf den Busfahrer. Und der Busfahrer, nein, das wollte ich doch nicht, nein, das wollte ich doch nicht. So, naja, das ging dann hin und her und wir dann erstmal so, jetzt beruhigen sich erstmal alle hier, ne? Was ist denn genau passiert? Und dann sagt der Typ, der da steht, der hat mir eine reingehauen. Und dann sagt der Busfahrer, nein, ich bin doch mit dem Bus gefahren, ich kann dir doch gar keine reingehauen haben und hin und her. Und ich dann, Mann, jetzt ist mal Ruhe hier. Was ist hier passiert? Und dann sagt der Busfahrer, naja, ich bin auf meiner Tour hier gerade um die Ecke gekommen, hab eigentlich Pause, naja, und bin ein bisschen schneller gefahren, ne? Ich sag, ja, und wo ist jetzt das Problem mit ihm hier? Und dann sagt er, naja, da war hinten war ein Unfall. Ich hab da natürlich hingeguckt, weil die Strecke hier kenne ich aus dem FF. Und mit einmal machte das Paff. Und ich guckte und dann lag er da. Ich sag, wie? Es machte Paff und er lag da. Und dann sagt der Typ, der da sitzt, der hat mir mit seinem Außenspiegel einen in die Fresse gehauen. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Alle beide guckten mich an. Ach, ist das jetzt witzig oder was? Ich sag, nee. Aber wenn Sie sagen, der hat Ihnen einen in die Schnauze da gehauen, dann müssen Sie auch mal sagen, dass der Sie mit seinem Außenspiegel getroffen hat, weil Sie einfach viel zu dicht gestanden haben. Und sicherlich auch zu dem Unfallort da hinten geguckt haben, wie so ein Gaffer. Ja, habe ich auch. Und mein Handy ist auch kaputt gegangen. Ich habe das nämlich gerade gefilmt, was da drüben los war. Ja, liebe Leute, was soll man dazu sagen? Manchmal erwischt einen das Karma schneller, als man denkt.